Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Na. Hallo, Karl. Frank. Herzlich willkommen am heutigen Nachmittag. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie der Einladung von Ihnen auf den Weg gefolgt sind. Darf ich ganz kurz vorstellen, Stefan Zipzokes, ich darf Sie heute ein bisschen durch den Nachmittag begleiten. Und Sie merken schon, ich trage das Sakko offen. Das liegt natürlich daran, dass Mario Pattis und sein wunderbares Team leckeres Catering gemacht haben. Vielen Dank dafür. Ja. Zum Vorstand war die Lehrer hier. So, bitte riesen schon. Zu Knopfattacken. Sie meinen, ich gebe es nicht mehr zu. Nein, ich werde das quasi nachher mal probieren. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und Sie merken schon, ich laufe ein bisschen vor der Bühne, denn da werden natürlich heute die ganz, ganz wichtigen Personen auch stehen. Und ich freue mich sehr, dass wir theoretisch ein schönes Wetter haben. Man könnte fast denken, wir machen um 6 Uhr Fichtennadelaufguss, aber dazu dann quasi später mehr. Freue mich aber heute, dass wir in dieser geselligen Runde zusammen sind. Zwei Hinweise habe ich noch. Wir haben einen wunderbaren Fotografen mit am Start. Das ist der Benjamin. Der macht natürlich heute Fotos. Und wenn Sie quasi Ihr persönliches Erinnerungsfoto haben möchten, gehen Sie ganz offensiv auf den jungen Mann zu. Die Fotos gibt es dann danach als Album zum Download. Und von daher die herzliche Einladung auf jeden Fall heute zum ersten Spatenstich. Zweiter Hinweis, ich habe es glaube ich schon abgelegt, zumindest fühle ich es nicht mehr. Ein Handy habe ich nicht dabei, von daher, heute sind wichtige Dinge heute auf der Tagesordnung, von daher, wenn Sie ein Handy haben, wäre die freundliche Bitte, dass Sie das Handy auf jeden Fall in der nächsten Zeit vielleicht einfach auf lautlos machen. Sie wissen, hier sind so viele tolle Menschen, Sie können so schön netzwerken, das Handy kann wirklich mal digital an die Seite gelegt werden. Jetzt möchte ich aber sozusagen auf unserer Bühne einen jungen Mann begrüßen, der, glaube ich, zum heutigen Tag hin auch immer aufgeregter wurde und am Standort hier in Dresden sozusagen der Standortleiter ist. Und von daher gibt man einen schönen warmen Applaus für Dr. Andreas Moras. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum ersten Spatenstich heute hier unserer neuen Genoptik Hightech Fab in Dresden. Ich freue mich wirklich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, mit uns gemeinsam den Startschuss geben für die aktuell größte Einzelinvestition der Genoptik. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Ministerpräsident Michael Kretschmer vom Freistaat Sachsen. Herzlich willkommen. Weiterhin möchte ich begrüßen Herrn Stefan Kühn, Bürgermeister der Stadt Dresden, für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Er ist in Vertretung des Oberbürgermeisters da, der aktuell auf der Auslandsdienstreise ist und er wird dann sicherlich auch ein bisschen was dazu noch sagen. Herzlich willkommen. Und dann möchte ich noch explizit erwähnen Herrn Thomas Horn als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. Wirtschaftsförderung ist immer ein wichtiger Partner, gerade in der Ansiedlung neuer Standorte und neuer Unternehmen hier. Also herzlich willkommen. Da unser Zeitfenster nicht begrenzt ist, alle weiteren Gäste aus Politik, Wirtschaft, der Stadtverwaltung, unsere Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlich willkommen. Und auch die Vertreter der Medien, ganz herzlich willkommen. Und ich denke, wir werden jetzt eine gute Aktion haben und fahren einfach ein Programm fort. Vielen herzlichen Dank. Jetzt, wo Sie hier oben stehen, darf ich natürlich sehr gerne mit dazu kommen. Ein wirklich wichtiger Moment, der heute stattfinden wird. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen mehr über jene Optik kennenlernen. Wir wollen natürlich mehr über das kennenlernen, was ihr als Projekt sozusagen hier in den nächsten Jahren umsetzen werdet. Und natürlich auch, was schon in den Vorbereitungen, in den Planungen sozusagen umgesetzt wurde. Und von daher wollen wir gerne die Runde hier oben erweitern. Sie dürfen sehr gerne sozusagen frische Luft durch Applaus einfach hier im Zelt gerne ein bisschen sozusagen zuwählen. Und wir begrüßen jetzt Dr. Stefan Träger, den Vorstandsvorsitzenden der Genoptik AG. Herzlich willkommen. Unser CEO Hans-Dieter Schumacher, den Finanzvorstand, also den CFO. Dr. Ralf Kuschner-Ralf, Leiter Division Advanced Photonic Solutions oder einfach auch der Executive Vice President und Julian Winkelhofer, Herr über alle Genoptik Immobilien, Leiter Corporate Real Estate Management und Dr. Andreas Morak, Sie haben wir ja hier oben schon
kennengelernt. Freue mich sehr, dass wir in dieser Runde heute den ersten Spatenstich gemeinsam vollbringen werden. Und ich weiß, dass das für Sie ein ganz, ganz großer, wichtiger Meilenstein ist, hier sozusagen am Standort Dresden. Von daher auch toll, dass Sie heute der Einladung der Genoptik gefolgt sind. Ich möchte Dr. Stefan Trigger fragen, investieren, neue Produktionskapazitäten sozusagen erweitern, das heißt Genoptik, alle Zeiten stehen auf Wachstum, oder? Im Großen und Ganzen schon. Gibt's natürlich auch bei uns nicht überall totales Wachstum, aber gerade und ganz besonders, dass wir hier, das, was wir hier in Dresden machen, gerade das, was sozusagen durch die Digitalisierung getrieben wird, alles, was mit der Halbleiterindustrie, mit der Mikroelektronik zu tun hat, ist total im Wachstum, überhaupt gar keine Frage. Bei uns ist Dresden ein ganz, ganz wichtiger Standort. Wir glauben ganz doll an die Zukunft dieses Geschäftes, an die Zukunft dessen, was wir hier tun. Also insofern, ja, die Zeichen stehen auf Wachstum. Natürlich, wie gesagt, ein Stückchen unterschiedlich in den verschiedensten Bereichen des Konzerns. Aber insgesamt ist die Genoptik gut aufgestellt. Und dank dessen, was die Kollegen hier in Dresden machen, geht es uns, glaube ich, auch wirtschaftlich jetzt nicht ganz so schlecht. Also insofern, wir freuen uns ganz doll über die Möglichkeit, hier auch in Dresden investieren zu können. Auch da gleich mal ein Dank an alle, die da sind. Angefangen von dem Herrn Ministerpräsidenten, wo wir uns ganz besonders freuen, dass Sie heute bei uns sein können. Bis zum Wirtschaftsförderung, die Stadt, alle, die uns da geholfen haben. Ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank. Dr. Ralf Kuschnereit, Genoptik. Ich habe es vorhin beim Ankündigen des Caterings schon ein bisschen erwähnt. Man verortet natürlich man in Jena, Thüringen. Deswegen haben wir unser Buffet heute auch ein bisschen thüringisch angehaucht. Deswegen passt sozusagen auch das Sakko leider nicht mehr. Dresden ist aber tatsächlich ja für die Genoptik kein neuer Standort. Aber was ist jetzt neu? Was wird passieren in den nächsten Jahren? Was wird hier in Dresden gefertigt? Und ich laufe am Mikrofon durch, genau. Ja, also am Namen leicht abzulesen, Genoptik kommt aus Jena, das ist richtig. Aber wir sind schon seit 2007 hier in Dresden vertreten, angefangen mit einem kleinen Team und inzwischen sind wir hier immerhin 60 Mitarbeiter, etwa 60 Mitarbeiter in Dresden. Warum ist die Genoptik nach Dresden gegangen? Wir bauen hier ein Werk für die Mikrooptik und für die Mikrooptik braucht man Methodik, Technologien, die es in der Halbleiterindustrie gibt. Hochtechnologien, die gibt es hier in Dresden und was wir in Dresden gefunden haben, ist ein tolles Netzwerk von Instituten, von Firmen, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir kooperieren und deshalb war das 2007 ein super Start und deshalb, wie man sieht, investieren wir hier weiter und legen den Grundstein für eine große Zukunft in diesem Bereich. Mikrooptiken, der eine oder andere hat quasi vielleicht die Brille mit da. Ich habe extra sozusagen die Mikrooptik in die Fliege einbauen lassen. Die kann man ja quasi in euren Farben auch mal direkt ein bisschen erleuchten lassen. Was ist anders? Was ist der Unterschied vielleicht einfach auch zur klassischen Brille? Genau. Also, wenn wir über Optik sprechen, dann stellen wir uns in der Regel ja eine Linse vor, aus Glas oder vielleicht ein Kunststoff oder eben ein Brillenglas. Das ist eben ein optisches Material, das irgendwie geformt ist und damit eine optische Wirkung erzielt. Eine Vergrößerung zum Beispiel. Das ist die klassische Optik, die wird dann geschliffen und poliert und ist dann geeignet dafür. Die Mikrooptik muss man sich ganz anders vorstellen. Das ist in der Regel nicht eine kleine Linse, sondern das sind Strukturen, die wir in optisches Material einbringen, und zwar Mikro- und Nanostrukturen. Und da verwenden wir die Technologien aus der Halbleiterindustrie, Elektronenstrahlschreiben, Lithografie, also absolutes Super-High-End. Und damit erzeugen wir Wirkungen auf Licht, damit können wir Licht formen, Licht beeinflussen auf ganz besondere Art und Weise. Und das ist unser Wettbewerbsvorteil und da gibt es auch noch viel zu forschen, deshalb ist es auch nicht nur Forschung zu entwickeln, nicht nur ein Fertigungsstandort, sondern wird auch ein Entwicklungsstandort sein in der Region Dresden. Vielen herzlichen Dank für diese Erklärung. Ich werde sozusagen mal gucken, ob man in die Fliege noch eine Mikrooptik einflächen kann. Dr. Andreas Morak, ich habe vorhin schon gesagt, natürlich ein bisschen Aufregung auf den heutigen Tag, weil, ich sag mal, durch einen Spatenstich so viele Gäste hat man natürlich selten auf dem Gelände.
Ja, was braucht es? Wie viel Vorbereitung? Was habt ihr vorbereitet in den letzten Jahren, damit letztendlich hier am Standort Dresden sozusagen die neue FAB entstehen kann und wann wird umgezogen? Ja, also die Planungen und Erstüberlegungen haben wir vor circa 3 Jahren gestartet mit einer Voruntersuchung, Suche nach einem geeigneten Grundstück, all diese Themen, die man so tun muss im Vorfeld. Natürlich sind die Planungen sehr intensiv. Wir haben uns da einen guten Partner geschafft, muss man einfach so sagen. Unser Planungsbüro CAC mit seinen Partnern fungiert dort wirklich sehr gut. Wir werden hier auf dem Gelände, im Modell kann man es hinten sehr schön sehen, ein Reinraumgebäude errichten. Das wird ca. 2000 Quadratmeter Grundfläche haben. Und wenn wir über Reinraum reden, dann reden wir über Reinraum der Sauberkeitsklasse ISO 5 und ISO 3. Einfach zur Vorstellung sozusagen, in der ISO-Klasse 3 gibt es keine Partikel größer als 1 Mikrometer. Ein menschliches Haar hat ca. 70 Mikrometer im Durchschnitt als Durchmesser. Also wir reden hier wirklich über Sauberkeitsklassen, die man so normal nicht findet. Die Kollegen von den Nachbarinstituten kennen das, wir haben die gleichen Anforderungen. Ja, das ist einfach so. Ja, wir haben weiterhin hohe Anforderungen an Temperaturstabilität, Schwingungsentkopplung, deswegen auch auf dieser Lausitzer Granitplatte hier angesiedelt. Das, genau. Ja, aktuell, die Planung sieht vor, ready for equipment im September 2024, also sprich genau in 2 Jahren. Und Produktionsstart Anfang 2025, sodass wir also, glaube ich, schon in einer sehr überschaubaren Zeit, aber noch sehr herausfordernd mit dem ganzen Baugeschehen, dann hier aktiv werden können. Ja, es gibt immer ganz viele Ideen, ganz viele Planungsansätze, ganz viele Vorhaben, aber es gibt am Ende des Tages auch immer einen CFO und der guckt natürlich auch ein Stückchen, wird das eingehalten, was sozusagen geplant wurde. Das heißt, Sie verwalten ja am Ende des Tages den Geldtopf der Jenoptik, investieren in Zeiten, die natürlich nicht einfach sind, die auch nicht einfacher werden wahrscheinlich in der Zukunft. Aber wie kann man ein solches großes Projekt sozusagen planen und wie schafft man es sozusagen da als CFO auch immer alle Investitionsvolumina im Blick zu behalten? Ja, zunächst einmal, indem wir alle unsere Aktivitäten auf guten Cashflow trimmen, um eine eigene Finanzierungskraft zu haben. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr trotz der schwierigen Rahmenbedingungen Free Cashflow, also freie Liquidität generieren werden, die über dem des Vorjahres liegt. Wir haben eine hohe Eigenkapitalquote von fast 50%, aber unser Treasury-Team und ich, wir haben letztes Jahr bis zu einer Milliarde grüne Finanzierung für unsere Jenoptik sozusagen abgesichert für die kommenden Jahre. Das deckt alle Akquisitionen und Investitionen wie diese größte Einzelinvestition in unserer Firmengeschichte ab. Also solide, starke Bilanz, guter Cashflow und finanzielle Rahmenbedingungen, die uns dies ermöglichen. Wir haben trotzdem zusätzlich, weil wir in diesem Bau, und ich denke, Julian Winkelhofer wird nachher noch darauf eingehen, höchste Energieeffizienzkategorie anstreben und sowohl während dem Bau als auch nachher im Betrieb, haben wir über unsere Kontakte zur IKB ein KfW-Darlehen zum Finanzieren circa eines Drittels des Investitionsvolumens mit der entsprechenden höchsten energieeffizienten Förderklasse in Anspruch genommen und abgeschlossen. Und den Rest finanzieren wir aus Eigenmitteln, weil wir eben gute Cashflows haben, die das ermöglichen. Leider ist es uns nicht gelungen, der Herr Ministerpräsident erinnert sich noch an unser Treffen. Ich muss das jetzt sagen, tut mir leid, ich konnte nicht anders, ich bin so. Wir haben versucht, Fördermittel des Landes Sachsen zu bekommen, leider waren wir wahrscheinlich zu spät, die Töpfe waren schon leer. Nichtsdestotrotz, wir stehen zu dieser Investition an diesem Standort und freuen uns sehr, dass die Finanzierung so gut gelungen ist. Genau, das hat, glaube ich, hat er ja auch vorhin schon angesprochen. Ne? Wachstum ist sozusagen ja auch der Motor der Zukunft am Ende des Tages und die Partnerschaft auch zum Thema Wirtschaftsförderung, die schreibt man trotzdem groß, auch wenn vielleicht sozusagen der ein oder andere Budgettopf schon leer gewesen ist, aber das machen sie, glaube ich, ganz gut. Grün denken, ich komme ein Stück weit zu Julian Winkelhofer, Sie verwalten ja und verantworten alle Immobilien der Jenoptik. Ich habe extra den grünen Fußabdruck mitgebracht. Wie schafft man es quasi in diesen Zeiten tatsächlich einfach wirklich energieeffizient? Das ist ja ein Thema, was uns
schon viele, viele Jahre begleitet, aber was uns natürlich in Zukunft noch mehr begleiten wird, energieeffizient und natürlich auch klimaneutral ein Stück weit hier dieses Bauprojekt anzugehen. Ja, wie Sie gerade schon selbst gesagt haben, nachhaltiges Bauen ist natürlich ein total interessantes Thema in der aktuellen Zeit. Bei uns steht das Thema Green Building auf drei Säulen. Das ist zum einen, wie Hans-Dieter Schumacher gerade eben schon gesagt hat, das Thema KfW-Energieeffizienz. Ja, wir realisieren hier ein KfW-Energieeffizienzhaus der Klasse oder 40, ja, der Standards 40. Wir haben dann eine zweite Säule, das betrifft die Zertifizierung, die Nachhaltigkeitszertifizierung unserer Neubauten. Wir werden hier eine LEED-Zertifizierung durchführen. Die Ambition ist, dass wir ein Goldzertifikat erreichen. Was tun wir dafür? Das sind zum Teil einfache Dinge, wie dass wir im Außenbereich schauen, dass wir helle Oberflächen haben, die einen hohen Reflexionsgrad haben, was die Sonnenstrahlung angeht. Wir gucken, dass wir unsere Prozessabwässer nachnutzen in Form von Toilettenspülung etc. Und das geht dann natürlich bis in die Gebäudetechnik, die höchst effizient ist. Dann haben wir noch eine dritte Säule, das sind unsere Genoptik-internen Standards, wie beispielsweise, dass wir auf alle unsere Neubauten grundsätzlich Photovoltaikanlagen draufbauen, dass wir schauen, dass wir die Fassaden technisch reduzieren, um die Betriebskosten, aber auch die Verbräuche natürlich im Betrieb zu reduzieren. Da können wir als Beispiel aufführen, dass wir auf komplexe Fassadenschwerter oder sowas verzichten, wo dann viele Motoren drinstecken und stattdessen einfach Lochbleche verwenden, die den Sonneneintrag reduzieren. Ja, so diese drei Säulen sind das im Wesentlichen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sportliches Projekt, was hier in Dresden angegangen wird. In Zeiten Nachhaltigkeit, Energieeffizienz haben wir aber eher noch auch ein paar Begleiter, die heißen keine Rohstoffe, keine Baumaterialien, keine Handwerker. Wie managt man so, was man natürlich von doch, weil Sie sehen recht entspannt aus, vergleichs einem guten Sommerurlaub, ich weiß es nicht, aber theoretisch würde man doch als Bauherr einfach Schweißperlen auf der Stirn haben und sagen, hey, ich weiß nicht, ob das Material, was ich morgen zum Verbauen brauche, wirklich kommt. Wie geht ihr damit um? Ja, das ist natürlich aktuell eine total große Herausforderung und das eine ist, was man sieht, das andere ist natürlich das, wie man sich fühlt. Ich will mal sagen, dynamische Zeiten bedürfen natürlich auch einem dynamischen Projektteam. Und jetzt gerade in dieser Zeit gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Das eine ist natürlich, Prioritäten zu setzen bei den Anforderungen, ja, und da auch am Ende hart zu bleiben, wenn es darum geht, diese Anforderungen eventuell nochmal zu erweitern. Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Punkt, der mit dem Vergabemodell zu tun hat, ja, wo man zumindest noch Kosten sparen kann, wenn durch diese Knappheit die Kosten in die Höhe schießen. Und wir setzen hier auf eine Einzelgewerkvergabe, die uns natürlich da maximale Kosteneffizienz garantiert. Und darüber hinaus natürlich auch so Dinge, wie dass man mit den ausführenden Unternehmen früh in Diskussion geht und dass man denen die Möglichkeit gibt, Kapazitäten auch zu reservieren und zurückzuhalten, dass man eben nicht kurz vor knapp kommt und das ganze Projekt einfach gut durchstrukturiert ist. Ja. Sie haben es da angesprochen, ne? Effiziente Planung, das ist, glaube ich, aber eigentlich mittlerweile Standard für die Genoptik. Aber ich frage nochmal ganz kurz auch ein Stück weit in die Runde. Jetzt stehen Sie ja stellvertretend sozusagen heute hier für viele, viele andere Standorte, für viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber was brauchst denn? Klar, ein Standortleiter, der quasi natürlich hier auch ein bisschen die Zügel lenkt, der ist natürlich ganz, ganz optimal schon gefunden. Aber was brauchst noch neben einer guten Planung für solch ein Mammutprojekt? Ich frage einfach ganz offen mal in die Runde. Wir dürfen gerne die Mikrofone nutzen. Mut. Mut und Zuversicht. Ich glaube, das ist für uns alle wichtig. Für die Genoptik wichtig, für den Standort hier. Es ist aber auch für Deutschland wichtig, für die gesamte Gesellschaft. Zuversichtlich und mutig in die Zukunft gucken. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für den Pessimismus, den man an vielen Stellen hört momentan. Ja, in meinem Fall natürlich die Kollegen auf der Finanzseite. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Thomas Neuhaus von der IKB, Abteilungsdirektor dort, und Knut Althoff von unserem Treasurer-Team, die die KfW-Seite, das KfW-Darlehen, möglich gemacht haben durch großes Engagement, Leidenschaft und so zum Erfolg geführt haben. Herzlichen Dank an dieses Team. Ja, ich denke, ich würde jetzt auch nach dem, was gesagt wurde, noch hinzufügen, wir haben natürlich jetzt hier hinter dem Standortleiter ein Riesenteam stehen von Leuten, die diesen Mut teilen. Ja, wir alle glauben daran. Das ist ja jetzt ein Projekt, das noch 2 Jahre dauert. Und wir glauben, dass es in 2 Jahren hoffentlich auch noch besser ist als heute. Und da gibt es ein Team, das eben unermüdlich
daran arbeitet, dass es so wird, dass dieser Termin gehalten wird von allen Seiten und eben auch die Technik dann fertig ist, die wir brauchen, um das zu betreiben. Ja, und da möchte ich nur ergänzen, neben den internen Projektpartnern natürlich auch die externen, das sind die Planer und das sind natürlich auch die ausführenden Unternehmen, die jetzt langsam an Bord kommen. Ja, dann sind wir wieder hier vorne angekommen bei Dr. Andreas Morak. Wander, Sie haben ja als Standortleiter Dresden schon viele, viele Aufgaben auch gehabt und jetzt gerade mit dieser neuen Bauphase vielleicht auch ein kleines Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wahrscheinlich auch ab und zu mal auf Sie verzichten müssen im normalen Alltagsgeschäft, weil Sie natürlich quasi mit den neuen Aufgaben auch schon ganz gut beschäftigt sind, oder? Ja, das ist so. Die Mitarbeiter werden heute Nachmittag hier in den Hallen ein Mitarbeiterfest haben. Wir werden auch die 30+1-Jahr-Feier nachholen, weil wir die in Dresden noch nicht gefeiert haben. Insofern werden die Mitarbeiter heute Nachmittag nochmal in einer separaten Runde hier persönlich teilhaben können. Ich möchte mich an der Stelle schon dafür bedanken, dass ich euch damit auch nochmal tun. Natürlich ist das Projekt sehr aufwendig, aber das normale Tagesgeschäft muss auch realisiert werden und Herr Gläser als mein Vorgesetzter weiß sozusagen, wie wir das gut managen. Insofern sind die Aufgaben gut verteilt und ich denke, es wird alles gut gelingen. Sehr gut, dann sage ich Dankeschön an die Runde hier oben erstmal und natürlich auch einen warmen Applaus für ein tolles Projekt. Und bevor wir natürlich näher rausgehen zum Spatenstich, wollen wir natürlich all das, was vielleicht auch ein bisschen gesprochen wurde, ein bisschen visualisieren. Ich glaube, das ist sozusagen ja als Bauherr, sage ich mal, auch so ein bisschen auch Ihr Steckenpferd. Wir haben hinten auch ein tolles Modell, wollen Sie aber gerne einladen, ein kleines Video mit uns zu schauen und einfach mal zu schauen, wie ist denn das Projekt sozusagen geplant und was wird da in Zukunft noch auf uns zukommen. Viel Spaß! Protagonisten des heutigen Tages, die hier oben mit mir gerade ein bisschen schwitzen, sozusagen. Natürlich Rede und Antwort, das heißt, naja, gerne bei einer Tasse Kaffee nochmal ansprechen und natürlich auch mal so kleine Highlights rauspicken. Dann darf ich erstmal Dankeschön sagen an Dr. Andreas Morak, danke an Dr. Stefan Träger, Hans-Dieter Schumacher, Dr. Ralf Kuschner-Reit und natürlich an Julian Winkelhofer. Dankeschön, großen Applaus an euch.